Basketballstar Kawhi Leonard hat sich nach wochenlangen Spekulationen über seine persönliche Zukunft für einen Wechsel zu den Toronto Raptors entschieden. Dies gab das kanadische Team aus der nordamerikanischen Profiliga NBA bekannt. Neben dem zweimaligen All-Star verlässt auch Danny Green die San Antonio Spurs in Richtung Kanada. Die Texaner erhalten im Gegenzug Toronto-Starspieler DeMar DeRozan, den Österreicher Jakob Poeltl sowie einen Erstrunden-Pick beim NBA-Draft 2019. Der 27-jährige Leonard, der in der abgelaufenen Saison wegen einer Verletzung nur 9 Spiele absolvieren konnte, verbrachte die ersten 7 Jahre seiner NBA-Karriere allesamt im Trikot der Spurs, mit denen er 2014 die Meisterschaft gewinnen konnte. In der Spielzeit vor seiner Verletzung kam der zweimalige defensive Player of the Year, bester Verteidiger, auf durchschnittlich 25,5 Punkte, 5,8 Rebounds und 3,5 Assists pro Partie. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen Wechsel nach Toronto. Ich denke, dass er fantastisch sein wird, sagte Spurs-Trainer Greg Popovich. Ich glaube, dieses Tauschgeschäft wird für beide Teams als gut erweisen.